Hallo meine Lieben, heute machen wir eine pikante Birnensuppe. Das Rezept für die Birnensuppe habe ich wieder von der Silvia Schneider. Danke Silvia kocht. Ich habe es ganz leicht abgeändert, aber nur minimal, weil auch ihr Suppe in ihrer Sendung auf ORF 2, jeden Tag um 14 Uhr glaube ich, ist schon vegan bin. Und sie kocht da immer mit ganz tollen Köchen aus Österreich, von jedem Bundesland und von Montag bis Freitag. Und da hat sie wirklich ganz tolle Sachen. Und jetzt beginnen wir mit der Suppe. Ich sage nochmal Pussi, danke Silvia. Wir beginnen mit einer Zwiebel, die haben wir ganz fein gehackt. Ich habe da eine rote Zwiebel genommen, weil die ein bisschen süßlicher ist. Ein bisschen reicher an Antioxidantien und ein bisschen verträglicher, also sie ist nicht so rass von der Schärfe und von der Säure her. Die vertragt die einfach recht gut. Und bei uns gibt es eben die roten Zwiebeln von Indien und die sind wirklich total gut. Dann habe ich 2-3 Knoblauchzehen ebenfalls klein geschnitten. Oder gehackt. Ihr könnt es auch pressen, wenn es euch da leichter tut, durch eine Knoblauchpresse. Aber besser wären halt die Inhaltsstoffe, wenn du das hackst oder klein schneidest, weil mit der Knoblauchpresse gatscht zu viel. Dann habe ich da noch ein bisschen Ingwer, ebenfalls fein gehackt oder gerieben. Am besten mit der Schale. Das tut einem gar nichts. Dann habe ich eine kleine orange Chilischote. Dann habe ich 2 Stiele vom Staudensellerie. Einen halben Bund Koriander. Ihr könnt zwar Petersilie nehmen oder irgendwelche anderen Kräuter. Und die müssen auch nicht mehr so taufrisch sein. Meine waren schon wirklich nicht mehr recht schön. Aber für so ein Süppchen, die etwas sowieso püriert wird, ist das absolut in Ordnung. Die Birne haben wir, also 2 Birnen haben wir geschält. Die Schalen aber nicht weggeworfen. Weil die werden dann getrocknet oder gesnackt oder kommen ins Hundefutter. Man kann die wirklich wunderbar trocknen lassen und dann mit heißem Wasser übergießen. Dann wird es ein wunderbarer Tee. Kann man auch mit Apfelschalen, eigentlich mit allen Schalen machen. Wir machen das sogar mit Ananasschalen. Wenn wir Ananas haben, waschen wir die Ananas total gut. Meistens mit ein bisschen Essigwasser oder Natronwasser. Entschuldigung. Der Chili ist sehr stark. Dann werden wir es schälen. Und dann kann man eben die Ananasschalen auch wunderbar mit heißem Wasser überbrühen und so einen Tee machen oder eben am Saft, der Limonade, am Eistee. Die Schalen werden halt dann wieder abgeseit. Ich habe jetzt das mit ein bisschen Wasserkombucha abgelöscht. Ihr könnt da aber einen Weißwein nehmen, Mirin, oder was auch immer ihr zum Aufgießen, also zum Ablöschen nehmen. Ein Essig, ein Kombucha, geht alles. Dann habe ich 2 Tassen Brühe. Ich habe da eine Tasse, eine mildere, ein bisschen als selber gemachte. Aus unseren Abschnitten. Und nachdem wir das aber zwingen waren, habe ich noch schnell einen Würfel mit ein bisschen heißem Wasser aufgelöst. Jetzt brauche ich bitte durch ein Taschentuch. Da
Er war jetzt so scharf in der Nase, der Chili, danke. Ah. So. Wir lassen jetzt das Ganze circa eine Viertelstunde köcheln und dann werden wir es pürieren. Geschmacklich ist das Ganze schon mal sehr fein. Ihr könnt jetzt da entweder einen Deckel drauf da oder auch nicht. Aber auf jeden Fall wird das jetzt eine Viertelstunde geköchelt. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao, dabei! So, meine Lieben, Süppchen ist jetzt soweit fertig geköchelt. Nach einer Viertelstunde sind die Birnen schön weich. Wir werden jetzt da mal schnell noch. Vom Geschmack her auch total gut schon. Und jetzt wird das Ganze im Stabmixer aufgemixt. Dann wird es noch einmal ganz kurz aufgekocht und mit einem Schluck, vielleicht mit 100 ml Kokosmilch oder irgendeiner anderen Pflanzenmilch verfeinert, gut eingerührt. Ihr könnt es auch probieren, ob euch das schon genug ist an Kokosmilch. Für mich passt es perfekt. Die Suppe hat jetzt eine leicht scharfe, würzige, fruchtige Note mit einem ganz kleinen Süß von der Birne. Aber sie ist wirklich hervorragend. So schaut es aus. So schnell geht's. Und ist wirklich ein tolles Herbst- und Wintergericht. Weil Birnen gibt es im Winter immer. Und ja, man kann damit tolle Sachen machen, immer pikante. Ja, ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachkochen. Sag ciao, ciao, bis morgen. Freue mich, wenn ihr mal wieder zuschaut, wenn ihr mir vielleicht ein Like da lasst, wenn euch das gut gefallen hat und wenn ihr meinen Kanal folgt. Okay, bye bye, bis morgen. Ciao.